Hopfen, Laufen, Bauch, Entertainment! Wir haben ja auch hier, genau, können wir auch nochmal Backstage hier oder was? Hier! Backstage! Assi-Style, okay, wir sind jetzt endlich hier am 1.2. diese geile Charity-Veranstaltung, von der wir euch die ganze Zeit schon berichtet haben. Alle geilen Künstler sind da, wir hatten einen bombastischen Soundcheck, die Graffiti-Maler sind auch gerade draußen schön beschäftigt so. Die sprengen ja. Es wird langsam voll, es wird der Knaller. Check ist da, Assi ist da, ich bin da, Kifferreif ist da, SAW, Nisan Beats, draußen sind noch Raketen-Uli und Johnny Piffer, alle sind wir hier, so, und Leute, und es wird der Knaller. Und ihr rockt auch, Leute, ihr rockt mit hier auch noch. Was würde meine Freundin Linda ne Mull zu dem Abend heute sagen? Toi, toi, toi. Ja. Und die Molle ist auch immer dabei. Sound. Hallo? Ist das schon an oder was? Na, geht doch hier, na Mensch. Yeah. Was ist mal los, Linda? Okay, also nochmal von vorne der ganze Blödsinn. Aber ihr wisst ja Bescheid, das ist Charity, die erste Charity-Veranstaltung für das Street Mag. Und dann werden Obdachlose finanziert. Das kriegt ja keiner in seine eigene Tasche. Die ganzen Künstler setzen sich ein für Obdachlose. Und das ist ein gutes Projekt. Und was wir weiter unterstützen müssen. Okay, erstmal Applaus an hier! Ja, bravo! Okay, aber ey, das war noch ein bisschen leise. Gold ist jetzt noch ein Stück lauter. Also, Maria, fordert euch mal selber. Wo seid ihr, Maria? Straßenfeger, S-Bahn, U-Bahn, Dings verkaufen und so. Ach, man, ist die Werbung hier. Egal, wir haben uns auf jeden Fall gedacht, so scheiß was auf U-Bahn und S-Bahn, alte Werbeoptik. Wir suchen uns Leute, die in einen Club kommen und wir wollen euch eigentlich heute Abend den ganzen Abend bloß ein Streetmag verkaufen. So optimal, oder? Wollt ihr ein Streetmag kaufen? Wer von euch kauft ein Streetmag? Okay, keiner. Das war's, egal. Ich reiß mal die Hütte ein. Ich hab heute meine Bruder aufgeräumt, meinen ganzen Mann mitgebracht. Und ihr habt euch heute alle was ab. Hartz IV Party mit dem Assi Park. Achso, warte mal, ich hab hier auch noch einen Zettel, Alter, wo ruft ihr, wie die heißen, die nächsten? Pass mal auf, ich lese das jetzt hier ab, wie die heißen. Oh, ich schwör dir an, Alter, ey, du hast so eine Sau-Cloud, du hast auch so dieses Jahr alles, Alter. Dicker. Das sind die Homies United aus Köln! Musik für die B-Boys. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Okay, solange keine Musik. Hallo, ein bisschen laut, Alter.
und wir machen jetzt weiter Party. Wir kommen noch gleich fette DJs und wir scheißen auf die Uhrzeit heute. Ich mach meine Uhr kaputt. Uhrzeit. Bisschen Party gleich. Sag die DJs an, Keule. Sag mal, eine fette Leinwand noch hier am Start. Meine Keule. Entschuldigung. Scheiße, nee. Das ist nur 18, Robert. Total. 18. Okay. Wie fandet ihr Bubolz? Guck mal, er ist ein Araber, ich bin ein Deutscher. Aber wir sind trotzdem typisch deutsch, oder? Ja. Und macht mal Lärm für den DJ SAW Beats von uns vom Assi Park.